Hallo zusammen. Heute wollen wir uns mit ein paar Fragen beschäftigen, die um das Thema Religion und Rationalität kreisen. Das ist letzten Endes eine der großen Kernfragen der Religionsphilosophie. Wie ist das Verhältnis von Glaube und Vernunft? Ist religiöser Glaube vernünftig oder ist er irrational? Oder soll religiöser Glaube überhaupt vernünftig sein? Für viele ist es ja so, dass Religion eine Art irrationales Relikt darstellt aus der dunklen Vergangenheit der menschlichen Evolution, das dann durch den Fortschritt und durch Aufklärung und das sich Ausdehnen der Vernunft irgendwann beseitigt werden sollte. Andere hingegen sehen keinen Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft und meinen sogar, der Glaube, religiöser Glaube, kann einer aufgeklärten, neutralen und objektiven Vernunft auch in der Gegenwart noch standhalten. Und wieder andere meinen, wer versucht, den Glauben rational zu erklären oder zu begründen, der zerstört ihn in Wirklichkeit. Religion ist nicht vernünftig, sagen diese Menschen, sondern soll gar nicht erst vernünftig sein. Nun, wie soll man das hier entscheiden? Wie soll man das Verhältnis von Religion und Rationalität verstehen? Das ist die Frage, die wir heute und beim nächsten Mal intensiv besprechen wollen. Wir beginnen allerdings mit der Herausforderung: Ist Religion irrational? Diese Kritik, dass Religion den Standards der Rationalität nicht standhalten kann, nennt man auch oft den sogenannten evidenzialistischen Einwand. Evidenzialistisch deswegen, weil nun ja dieser Einwand auf dem Evidenzialismus beruht. Und unter Evidenzialismus versteht man eine Theorie in der Erkenntnistheorie, die erklären soll, was mit dem Begriff Rationalität gemeint ist. Dabei enthält dieser Evidenzialismus insgesamt zwei Unterpunkte, zwei Thesen, die damit normalerweise verbunden sind. Das eine ist die These, dass eine Überzeugung genau dann rational ist, wenn es gute Gründe gibt, die für ihre Wahrheit sprechen. Die andere These ist, wir sollten nur rationale Überzeugungen haben. Wer diese beiden Punkte zusammen im Paket vertritt, den würden wir normalerweise einen Vertreter des Evidenzialismus nennen. In der modernen Philosophie, also der Philosophie der Gegenwart, ist das insbesondere der Wissenschaftstheorie eine durchaus weit verbreitete Position. Das beste Beispiel, um zu illustrieren, was es mit dem Evidenzialismus auf sich hat, das ist der berühmte Aufsatz The Ethics of Belief, also die Ethik des Glaubens von dem britischen Philosophen William Clifford, beziehungsweise eigentlich war Clifford mehr eine Art Mathematiker, ist aber als Verfechter des Evidenzialismus in der Geschichte der Philosophie sehr, sehr bekannt geworden. Er erläutert diese Idee, was Evidenzialismus eigentlich ist, anhand einer Parabel. Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Ein Schiffseigner bereitet ein Schiff für eine lange Überfahrt vor, vielleicht eine Atlantiküberquerung nach Amerika mit einer Reihe von europäischen Immigranten oder so etwas. Das Schiff ist schon alt, es ist oft repariert worden und insgesamt in keinem besonders guten Zustand mehr. Der Schiffseigner fängt an zu zweifeln. Ist dieses Schiff überhaupt seetüchtig? Wäre es nicht eigentlich besser, es überholen zu lassen? Aber andererseits würde das eine ganze Stange Geld kosten. Er schüttelt letzten Endes diese ganzen nagenden Zweifel ab und sagt sich, wird schon gut gehen. Das Schiff ist so oft gut angekommen, das wird auch diesmal schon wieder heil das andere Ufer erreichen. Was soll schon passieren? Also beschließt er im festen Glauben, dass alles gut gehen wird und dass das Schiff schon seetüchtig sein wird, das Schiff loszuschicken. Das Schiff geht unter und am Ende kassiert er sein Versicherungsgeld und ist sich keiner Schuld bewusst. Was sollen wir von diesem Menschen sagen? Fragt Clifford. Trifft ihn eine Schuld am Untergang dieses Schiffes? Ja, sagt Clifford, er ist schuld. Er glaubte zwar wirklich und aufrichtig, dass das Schiff seetüchtig ist, aber er hatte kein Recht, das zu glauben. Warum hatte er dieses Recht nicht? Naja, seine Überzeugung, dass das Schiff seetüchtig ist, beruhte ja nicht auf Tatsachen, sondern allein auf Wunschdenken. Und wir dürfen, so sagt Clifford, nur das glauben, wofür wir auch Gründe haben, oder um das englische Wort zu verwenden, das Clifford hier gebraucht, wenn wir Evidence haben. Evidence, das ist das Wort, das dem Evidenzialismus seinen Namen gegeben hat. Das ist ein ziemlich komplizierter Begriff, einer, für den es im Deutschen keine gute Entsprechung gibt. Also eigentlich ist der Begriff selber nicht kompliziert, aber es fehlt halt eben im Deutschen ein adäquates Äquivalent für diesen Ausdruck. Evidence ist ganz allgemein alles das, was für etwas anderes spricht.
Also nehmen Sie an, Sie lesen einen Krimi und in diesem Krimi stellt sich heraus, der Gärtner hat kein Alibi für den Zeitpunkt des Mordes und er wurde auch zur gleichen Zeit in der Nähe des Tatortes gesehen. Dann sind diese beiden Tatsachen Evidence dafür, dass der Gärtner der Mörder ist. Clifford sagt nun also, wir dürfen nur glauben, wenn wir Evidence besitzen. Alles andere ist nicht nur unvernünftig, es ist auch unmoralisch und gefährlich. Glaube darf es nur dann geben, wenn es hinreichend Evidence gibt. Clifford fasst das zusammen in einem sehr berühmt gewordenen Aphorismus, der am Ende dieser Parabel steht. Er sagt, es ist immer, überall und für jeden falsch, irgendetwas ohne hinreichende Gründe zu glauben. Und dabei ist es auch egal, ob wir anderen tatsächlich schaden durch unsere falschen Überzeugungen. Wäre das Schiff nicht untergegangen, dann wäre der Schiffseigner nicht unschuldig gewesen. Er wäre bloß nicht erwischt worden, aber schuldig wäre er genauso. Für Clifford ist Evidenzialismus als eine geistige Haltung eine Frage des Anstands und der Aufrichtigkeit. Man muss diese Position nicht mehr selbst rational begründen. Sie ist so etwas wie Bestandteil einer Haltung intellektueller Redlichkeit. Das ist ganz ähnlich wie bei der Moral. Wir stellen uns ja auch oft die Frage, warum sollte man moralisch sein? Und jede Begründung, die Sie da geben können, ist eigentlich nur für denjenigen nachvollziehbar, der selbst bereits anerkannt hat, dass man moralisch sein sollte. Ganz ähnlich ist es hier beim Evidenzialismus. Warum sollte ich diese Position, nur das zu glauben, wofür es vernünftige Gründe gibt, warum sollte ich das anerkennen? Nun, weil es vernünftig ist. Warum sollten wir das Gute tun? Weil es gut ist. Warum sollten wir vernünftig sein? Weil es vernünftig ist. Es ist das einzig Anständige, was wir tun können. Die Konsequenz, wenn wir diesen Evidenzialismus, wie Clifford ihn uns predigt, akzeptieren, dann müssen wir sagen, die Konsequenz ist, wir haben kein Recht, irgendwelche religiösen Behauptungen zu glauben. Für die entscheidenden Behauptungen der Religion, also dass es einen Gott gibt oder dass wir eine unsterbliche Seele haben und so weiter, für diese entscheidenden Behauptungen gibt es nämlich keine hinreichenden Begründungen. Bertrand Russell, der ebenfalls ein wichtiger Vertreter dieser evidenzialistischen Position ist, sagt sogar, das Fehlen von rationalen Begründungen, das ist genau das Wesensmerkmal der Religion. Und in dem Moment, wo wir anfangen, rationale Begründungen vorzubringen, würden wir gar nicht mehr von Glauben sprechen. Er schreibt, wir können Glaube als eine feste Überzeugung von etwas definieren, für das wir keine Gründe haben. Wer Gründe hat, spricht nicht von Glaube. Wir sagen nicht, dass wir daran glauben, dass 2 und 2 4 sind oder dass die Erde rund ist. Wir sprechen nur dann von Glauben, wenn wir Gründe durch Gefühle ersetzen möchten. Und wenn wir keine Gründe kennen, was dann? Was sollte denn dann angesichts unserer evidenzialistischen Grundposition die richtige Haltung zur Religion sein? Ein anderer berühmter Evidenzialist, auch der wieder mal Engländer, Anthony Flew, hat diese Grundhaltung sehr schön beschrieben als die Presumption of Atheism, also die, sagen wir mal, atheistische Voraussetzung, wenn Sie so wollen. Das einzig Sinnvolle, was wir angesichts des Evidenzialismus zur Religion machen können, ist eine negativ-atheistische Grundhaltung einzunehmen. Das bedeutet nicht, dass wir glauben sollen, dass es keinen Gott gibt. Das wäre so eine Art positiver Atheismus. Das heißt, wir haben eine gegebene positive These, dass es einen Gott gibt und lehnen diese These dann ab. Das ist nicht das, was Flew im Sinn hat, sondern wir haben einfach keinen Glauben in dieser Richtung. Weder in die eine noch in die andere Sache. Die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, ist für einen negativen Atheisten gar kein Thema. Versuchen wir es an einem Beispiel zu erklären. Was ist mit den Außerirdischen auf Alpha Centauri? Glauben Sie, dass die Zweibeiner sind oder nicht? Im Moment haben wir nach allen Kenntnissen der Astrophysik und Astrobiologie keinerlei Wissen darüber, ob es auf Alpha Centauri überhaupt irgendwelche Außerirdischen gibt und wie viele Beine die haben könnten oder auch nicht haben könnten. Wir können also auf diese Frage, sind die Außerirdischen auf Alpha Centauri Zweibeiner, weder mit Ja noch mit Nein antworten, sondern wir können in dieser Frage überhaupt keine Haltung einnehmen. Also wir sind weder pro Zweibeiner noch anti Zweibeiner, sondern wir haben keine Antwort in dieser Frage. Und genau so, mein Flew, sollten wir uns auch auf die Frage, gibt es einen Gott, Ja oder Nein, einlassen. Wir sollten weder Ja noch Nein sagen, sondern sagen, ich habe in dieser Position keinerlei Meinung.
Erst dann, wenn wir Evidenzen haben, wenn wir Gründe gefunden haben, dass es überhaupt irgendwelche solchen Außerirdischen vielleicht geben könnte, dann können wir anfangen, die These anzunehmen oder abzulehnen. Aber der Standardfall sollte sein, sich erstmal des Urteils zu enthalten. Ganz genau so auch in der Religion. Der Standardfall hier sollte sein, keine religiösen Überzeugungen in irgendeiner Weise zu haben, solange es nicht irgendwelche Gründe gibt, die dafür sprechen. Diese Presumption of Atheism funktioniert dann für Flugans ähnlich wie die Unschuldsvermutung vor Gericht. Die besagt ja, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, jeder ist unschuldig bis zum Nachweis des Gegenteils. Das heißt, es geht hier um die Frage der Beweislast. Wer muss eigentlich was beweisen? Vor Gericht gilt, wer eine Anklage erhebt, der muss beweisen, dass die Anklage zutrifft und nicht umgekehrt. Derjenige, der angeklagt wird, muss nachweisen, dass er unschuldig ist. Presumption of Atheism heißt also, derjenige, der etwas glauben möchte, muss zeigen, dass er berechtigt ist, das zu glauben. Man kann nicht einfach sagen, ich glaube das und zeig mir doch, dass es nicht so ist und sich dann zurücklehnen und warten, ob irgendjemand einen aus dem Sattel holen kann oder nicht. Nein, wenn ich glauben möchte, dann muss ich erstmal Gründe vorweisen. Es ist nicht die Aufgabe dessen, der nichts glaubt, mir nachzuweisen, dass mein Glaube falsch ist, sondern umgekehrt. Derjenige, der glauben möchte, muss nachweisen, dass sein Glaube korrekt ist. Das ist also jetzt der Evidenzialismus und der evidenzialistische Einwand. Dieser Evidenzialismus ist eigentlich gar nicht so Besonderes, sondern das ist eine Haltung, die sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltag eigentlich ziemlich weit verbreitet ist. Wir gehen normalerweise davon aus, dass diejenigen, die sich irgendwelche alternativen Fakten herbeifantasieren und darauf ihre Meinung basieren und eben nicht auf echten Tatsachen, dass diese Leute irrational sind und gefährlich. Warum sollte das jetzt bei der Religion in irgendeiner Weise anders sein? Nun, eine Möglichkeit, auf diesen evidenzialistischen Einwand zu reagieren, besteht darin, den Evidenzialismus per se einfach zurückzuweisen. Und zu sagen, es ist halt eben nicht so. Es ist nicht so, dass man nur das glauben darf, wofür man auch gute Gründe hat. Dafür könnte man verschiedene Argumente ins Feld führen. Zum einen könnte man fragen, ja, wie viel Evidence ist denn eigentlich hinreichend? Clifford sagt, glaube nie etwas, wenn du keine hinreichenden Gründe hast. Ja, aber wie viele Gründe sind denn genug, um hinreichend zu sein? Reicht es, wenn ich persönlich jetzt das Gefühl habe, dass es aber jetzt genug ist? Oder gibt es so etwas wie ein objektives Minimum dafür, wann die hinreichende Schwelle überschritten ist? Aber wie kann man das messen? Wann könnte man sicher sein, dass man tatsächlich hinreichende Gründe hat, wenn wirklich niemand mehr Zweifel hat? Aber es gibt Leute, die Zweifel haben, die vollkommen absurd und irrational sind. Sollen wir deren Meinung auch berücksichtigen? Also, was ist denn eigentlich mit hinreichenden Gründen gemeint? Anderes Argument, was zählt überhaupt als Evidence? Also, welche Beweismittel wollen wir sozusagen zulassen im Verfahren? Wissenschaftliche Forschungen beispielsweise gelten normalerweise immer als verlässliche Quelle. YouTube-Videos jetzt eher nicht. Außer es sind meine, selbstverständlich. Aber was ist jetzt mit Einsichten in irgendwelchen meditativen Trancen oder was ist mit Wunderberichten? Zählt das als Evidence? Muss man das berücksichtigen oder nicht? Und wie könnte man das sauber voneinander unterscheiden, was zulässige Gründe sind und was nicht? Vielleicht sind das bloß technische Probleme, vielleicht kann man das irgendwie in den Griff kriegen, aber mit dem Evidenzialismus gibt es noch ein grundlegenderes Problem. Und dieses grundlegendere Problem lautet, der Evidenzialismus verlangt etwas von uns, was unmöglich ist. Gehen wir es mal an einem kleinen Beispielfall durch. Woher wissen Sie, dass die Welt aus Atomen besteht? Ich nehme mal an, das ist so Bestandteil der wissenschaftlichen Allgemeinbildung und auch Sie glauben, genauso wie ich, dass die Welt aus Atomen zusammengesetzt ist. Aber woher wissen wir das? Naja, Sie würden vielleicht sagen, das weiß ich aus dem Physikunterricht, da habe ich das gelernt. Sie haben sich wahrscheinlich nicht selbst mit irgendwelchen Rutherfordschen-Experimenten davon überzeugt, dass es so ist, dass die Welt aus Atomen besteht, sondern Sie haben Ihrer Physiklehrerin oder Ihrem Physiklehrer einfach geglaubt, als die Ihnen das gesagt haben. Aber wieso kann ich denn meinen Lehrern in der Schule vertrauen? Naja, Sie würden wahrscheinlich jetzt sagen, das, was die mir gesagt haben, kann ich ja durch unabhängige Quellen überprüfen. Ich kann in Büchern nachlesen, ich kann bei Wikipedia nachgucken und die bestätigen mir ja alle, jawohl, es ist richtig, die Welt besteht aus Atomen. Aber wieso kann ich denn dann diesen Quellen trauen? Brauche ich dann nicht noch weitere Quellen, die mir die Glaubwürdigkeit dieser Quellen bestätigen? Und was ist dann mit diesen neuen Quellen? Irgendwie scheinen wir gerade vom Hölzchen aufs Stöckchen in einen infiniten Regress reinzulaufen.
Wittgenstein hat sich damit auch auseinandergesetzt. In seinen Fragmenten über Gewissheit gibt es eine ganz interessante Passage, wo er genau dieses Problem aufgreift. Schauen wir uns die mal kurz an. Er schreibt da: Was in Lehrbüchern, der Geografie zum Beispiel, steht, halte ich im Allgemeinen für wahr. Warum? Ich sage, alle diese Fakten sind 100-mal bestätigt worden. Aber wie weiß ich das? Was ist meine Evidenz dafür? Ich habe ein Weltbild. Ist es wahr oder falsch? Es ist vor allem das Substrat alles meines Forschens und Behauptens. Die Sätze, die es beschreiben, unterliegen nicht alle gleichermaßen der Prüfung. Also man kann Behauptungen begründen, aber die Gründe, die ich für meine Behauptung nenne, sind natürlich selbst auch wieder Behauptungen, die begründet werden müssen, sonst wären sie irrational. Dieses Spielchen kann man aber nicht endlos weiterspielen. Irgendwann muss die Kette der Begründungen ein Ende haben. Sonst könnten wir nie irgendetwas als begründet akzeptieren, weil wir nie irgendwo festen Boden unter die Füße bekämen. Wir können also nicht alles, was wir glauben, hinreichend begründen, weil wir sonst gar nichts begründen können. Der Evidenzialismus verlangt von uns aber genau das. Und wenn wir also nicht in einen infiniten Regress von Begründungen geraten wollen, dann müssen wir irgendetwas einfach voraussetzen, das, was Wittgenstein hier das Weltbild nennt. Aber dieses Weltbild selbst kann den Anforderungen des Evidenzialismus nicht genügen. Es kann selbst nicht mehr durch hinreichende Gründe begründet werden, weil irgendwo Schluss sein muss, sonst kann es keine Begründungen mehr geben. Machen Sie sich das an einem einfachen Beispiel klar. Was wäre denn, wenn man anfängt, Flew's Presumption of Atheism auf andere Bereiche auszudehnen? Woher weiß ich zum Beispiel, dass andere Menschen genauso ein Bewusstsein haben wie ich, also auch Gefühle, Empfindungen, Wahrnehmungen und so weiter und so fort haben? Könnte es nicht auch sein, dass das alles nur metaphysische Zombies sind, also die bewegen sich und verhalten sich so, als wären sie bewusste Wesen, aber innen drin ist nichts. Sie haben kein Innenleben, nicht mehr Innenleben als ein Toaster. Sie lachen, wenn sie fröhlich sind. Das könnte auch irgendwie ein Android oder ein gut programmierter Computer simulieren. Wenn ich das jetzt ernst nehme, was Flew mir sagt, müsste ich dann nicht eigentlich auch so eine Presumption of Solipsism fordern? Müsste ich dann nicht eigentlich glauben oder mich des Glaubens enthalten, dass andere Menschen ein Bewusstsein haben oder nicht, so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist? Das geht nicht. So kann man nicht leben. Das wäre keine besonders gute Idee, eine solche Presumption of Solipsism anzunehmen. Also offenbar scheint es durchaus möglich zu sein, bestimmte Dinge zu glauben, ohne dass wir dafür gute Gründe haben. Und wenn das zum Beispiel bei dem Bewusstsein anderer Menschen möglich ist, warum sollte das nicht prinzipiell auch bei Religion funktionieren? Eine andere Möglichkeit, mit dieser evidenzialistischen Herausforderung umzugehen, besteht darin, dass wir behaupten, dass Glaube und Vernunft prinzipiell miteinander vereinbar sind. Ein klassisches Beispiel für diese Position finden wir bei Thomas von Aquin. Thomas von Aquin, ja, den kennen Sie schon vom letzten Mal als einen der berühmtesten scholastischen Philosophen. Der vertritt in dieser Frage Verhältnis von Glaube und Vernunft die Position, dass beides miteinander vereinbar ist. Und zwar sagt er, Glaube steht zwischen dem Wissen und dem Meinen. Wissen, Glauben und Meinen, das sind alles für Thomas von Aquin bestimmte Formen des Fürwahrhaltens. Die unterscheiden sich aber, diese drei Formen, hinsichtlich der subjektiven Gewissheit und der objektiven Sicherheit dessen, was da für wahr gehalten wird. Das Wissen ist das stärkste der drei. Das Wissen ist subjektiv gewiss und objektiv sicher. Das heißt, wenn ich etwas weiß, dann bin ich mir meiner Sache sicher und es gibt keinen Raum für Zweifel oder persönliche Entscheidungen. Ich bin quasi durch die Gründe oder durch die Beweise, die ich für mein Wissen habe, zum Glauben gezwungen. Also wenn ich beispielsweise aus dem Fenster schaue und sehe, dass es regnet, dann weiß ich, dass es regnet. Und ich kann nicht ernsthaft an dieser Überzeugung, dass es jetzt gerade regnet, zweifeln. Ich kann mich nicht fragen, ja, ich habe jetzt zwar gesehen, dass es draußen regnet, aber weiß ich wirklich, dass es draußen regnet? Also wenn Sie nicht gerade einen ganz massiven Anfall von philosophischer Skepsis haben, dann ist das keine sinnvolle Frage, die Sie stellen könnten. Beim Meinen ist es genau andersrum. Das Meinen ist das Schwächste. Statt meinen könnte man hier am besten eigentlich auch eher vermuten sagen. Das Meinen ist nämlich sowohl subjektiv ungewiss als auch objektiv unsicher. Das heißt, wir haben keine guten Gründe für das, was wir meinen, und wir sind uns auch nicht sicher unserer Sache. Wenn wir uns zum Beispiel fragen, ob Kant jetzt 1724 oder 1725 geboren worden ist, Sie sagen das eine, ich sage das andere, wir sind uns beide unsicher.
Solange wir nicht nachgucken, rechnen wir ja damit, dass wir falsch liegen könnten. Das heißt, wir glauben das nur unter Vorbehalt, ohne das Gefühl der Sicherheit und ohne objektive Gründe vorweisen zu können für das, was wir da glauben. Das wäre nun das Meinen. Und das Dritte, das ist jetzt der Glaube. Und der liegt zwischen diesen beiden Sachen. Der Glaube ist subjektiv gewiss. Das heißt, es fehlt dieses Gefühl der Unsicherheit und des Zweifels, aber objektiv ist er nicht sicher. Ich bin überzeugt davon, was ich glaube, aber ich habe keine Gründe, mit denen ich das sicher nachweisen könnte. Deswegen, sagt Thomas, ist der Glaube freiwillig. Er ist eine freiwillige Zustimmung zu dem, was geglaubt wird. Er ist frei. Das ist ein entscheidender Punkt an der Stelle hier. Das heißt, er kann durch die Gründe nicht erzwungen werden. Damit ist jetzt allerdings gerade nicht gemeint für Thomas, dass der Glaube gegen die Vernunft widersprechen würde. Im Gegenteil. Thomas macht eine sehr wichtige Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Formen von religiösen Überzeugungen. Und zwar sind das auf der einen Seite die Glaubensartikel und auf der anderen Seite sind das die Vorbedingungen des Glaubens. Auf Latein sind das die Articuli fidei und die Präambula fidei. Die Artikel des Glaubens, das sind spezifische Glaubenswahrheiten des Christentums für Thomas. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Gott dreifaltig ist oder dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist oder so etwas. Die Vorbedingungen, die Präambula des Glaubens, das hingegen sind bestimmte Fakten, die wir modern gesprochen einer natürlichen Theologie zurechnen würden. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Gott existiert oder dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Das sind für Thomas Dinge, die nämlich die Vernunft ohne Zuhilfenahme der Offenbarung bereits erkennen kann. Die Glaubensartikel, das ist für Thomas etwas, was von Gott offenbart worden ist und was wir im Vertrauen auf Gott, dass er uns nicht betrügt, annehmen müssen, was wir ihm glauben müssen. Die Vorbedingungen hingegen, die können durch vernünftiges Denken eingesehen werden. Das heißt, sie können im Prinzip sogar gewusst werden. Ja, Thomas von Aquin ist der Meinung, man kann wissen, dass Gott existiert, weil man es vernünftig begründen kann. Wer allerdings keine Zeit hat oder keine Lust oder nicht die intellektuellen Fähigkeiten, sich mit Thomas von Aquins komplexen Gottesbeweisen auseinanderzusetzen, der sagt Thomas, der kann das auch einfach glauben. Heißt also, man kann die gleiche Wahrheit entweder glauben oder wissen. Der gelehrte Theologe kann wissen, dass es Gott gibt, weil er sich von der Wahrheit der Gottesbeweise überzeugt hat. Der einfache Gläubige auf der Straße oder in der Kirchenbank, der kann dasselbe einfach nur glauben, weil es ihm von Gott gesagt worden ist. Und ebenso gilt zum Beispiel für Thomas auch, die Engel müssen nicht glauben, dass Gott existiert. Sie wissen es. Sie sehen es ja ganz einfach, was uns verwehrt ist. Was ist jetzt aber in dem ganzen Spiel hier die Aufgabe der Vernunft? Nun, Thomas meint, die Vernunft muss dem, was geglaubt wird, zustimmen. Das heißt, die Vernunft kann uns zeigen, dass das, was Gott uns als Offenbarung anbietet, frei ist von Widersprüchen. Dass wir also nichts falsch machen, wenn wir der Offenbarung Gottes vertrauen. Aufgabe der Vernunft ist es damit zu prüfen, ob das, was uns da als Offenbarung angeboten wird, auch wirklich eine Offenbarung ist und nicht irgendein Blödsinn. Das heißt, Vernunft kann uns dabei helfen, zu entscheiden, ob das, was wir glauben sollen, wahrscheinlicher wahr ist als das Gegenteil. Wenn eine Offenbarung eine falsche Offenbarung ist, ein Humbug eines falschen Propheten oder so etwas, dann wird die Vernunft das irgendwann rausfinden. Dann wird sie Gründe dafür vorweisen können, warum diese Offenbarung wahrscheinlich nicht authentisch ist. Bei einer authentischen, echten Offenbarung, wie Thomas sie in der biblischen Überlieferung sieht, da wird das nicht passieren. Da wird die Vernunft Gründe vorbringen können, warum gerade diese Offenbarung vertrauenswürdig ist. Er formuliert das so, wenn er schreibt, der Glaube ist ein Zustimmen der Vernunft zu dem, was geglaubt wird. Die Vernunft stimmt zu etwas zu, nicht als ob der eigens entsprechende Gegenstand sie genügend dafür bestimmte, sondern weil sie mittels freier Wahl weit mehr den einen Teil für wahr hält wie den anderen. Geschieht dies nun mit Zweifel und mit einer gewissen Furcht, der Gegenpart könnte wahr sein, so ist dies Meinung. Geschieht es mit Gewissheit, ohne solche Furcht, so ist es Glaube. Die Vernunft muss also für Thomas sozusagen erst das grüne Licht geben, bevor man irgendeiner Offenbarung glauben oder vertrauen kann. Ganz ähnlich ist diese Position auch formuliert bei John Locke, der ebenfalls wie Thomas so eine rationalistische Haltung zum Glauben einnimmt. Er sagt, alles, was Gott offenbart, ist sicherlich wahr und kein Zweifel kann sich dagegen erheben. Dies ist der eigentliche Gegenstand des Glaubens. Aber ob etwas göttlich offenbart sei, das hat die Vernunft zu entscheiden.
Nun, was sind die Vorteile dieses Modells, das Thomas und mit Abstrichen auch John Locke vorschlagen? Einerseits, das Modell ist weniger radikal als der Evidenzialismus. Der Glaube muss nicht immer begründet sein, sagt Thomas, denn nur so ist die Freiwilligkeit des Glaubens sichergestellt. Also wir können nicht durch irgendwelche Gründe zum Glauben gezwungen werden. Wir können uns nur frei dafür entscheiden. Aber trotzdem, wir dürfen nicht einfach so glauben, sondern wir müssen Gründe dafür haben, warum wir glauben. Nicht für das, was wir glauben, sondern für die Tatsache, dass wir glauben, brauchen wir Gründe. Wir müssen also Gründe vorweisen können, warum wir uns unserer Sache hier so sicher sind, auch wenn wir die Sache selbst nicht beweisen können. Wir müssen also bereit sein, Rechenschaft für unseren Glauben abzulegen, sagt Thomas. Diese Grundhaltung, dass wir prinzipiell Rechenschaft ablegen können für den Glauben und dass der Glaube sich daran messen lassen muss, ob er vernünftig begründet werden kann oder nicht. Diese Grundhaltung teilt Thomas mit vielen Kritikerinnen und Kritikern des Glaubens. Aber die eigentliche Frage an der Stelle lautet: Sind denn die Gründe für den Glauben wirklich so gut? Für Thomas war das eine ausgemachte Sache. Der war sich ganz sicher, wir haben gute, vernünftige Gründe, die uns sicherstellen können, dass wir der Offenbarung vertrauen dürfen. Aber heutzutage, 800 Jahre später, sind viele anderer Meinung. Geht es also vielleicht doch irgendwie auch ohne Gründe? Gibt es vielleicht nicht doch die Möglichkeit, den Glauben vor den Kritikern des Evidenzialismus zu retten, indem wir die Vernunft komplett verbannen aus der Sphäre der Religion? Darüber werden wir beim nächsten Mal nachdenken.